Hallo und herzlich willkommen zu einem Photoshop-Tutorial. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man neuere Bilder mit einem Älterungseffekt bearbeitet, so dass die Bilder aussehen wie zu Urgroß- oder Mutterszeiten. Wir haben hier ein ganz normales Bild und das werden wir jetzt duplizieren. Entweder geht man da auf Rechtsklick, Duplicate Layer, also Ebene duplizieren. Da kann man hier auch einen Namen eingeben, das braucht man aber nicht. Es ist nur zur Übersicht, oder wir drücken STRGJ. Dann ist ganz wichtig, dass wir jetzt auf Bild oder Image, Apply Image oder Bildberechnung gehen und wir die Blendoption umstellen. Die steht normalerweise auf Multiplizieren, aber wir brauchen negativ multiplizieren. Das ist im Englischen Screen. Und dann klicken wir auf OK und haben dann unser Bild heller gemacht. Dann wenden wir darauf jetzt einen Filter an. Der Filter ist hier unter Filter, das ist im Deutschen auch Filter, Blur oder Weichzeichnung. Und den Filter, den wir benutzen, der heißt Gaußscher Weichzeichner oder Gaussian Blur. Klicken wir dann da drauf. Und bei den meisten Bildern braucht man sowas um die 20 Pixel. Man sieht es hier auch, das ist aber ein bisschen zu viel. Wir wollen einfach das nur, dass man die Kanten nicht mehr so sieht. So, hier 7 oder 5, das ist schon ganz gut bei dem Bild. Und dann stellen wir das Ganze auf Softlight bzw. weiches Licht in diesem Reiter hier oben, Blendoption. Weiches Licht. So, das hat sich dann schon mal ein Stückchen verändert. Und dann wollen wir die Ebene zusammenfügen. Das macht man entweder, indem man Rechtsklick auf eine Ebene reduzieren, Merge Down, dann haben wir nur noch eine. Oder wir drücken Bild an, drücken STG, halten das gedrückt. Drücken dann die andere Ebene auch an, damit wir sie markiert haben und drücken dann E. Haben wir das auch. So, im Vergleich, man sieht schon, dass das heller und verschwommener geworden ist, die Farben auch ganz anders rüberkommen. Jetzt wollen wir den Älterungsprozess einführen. Da machen wir zwei neue Ebenen, klicken wir unten auf dieses Papiersymbol, einfach zack. Und zack, und haben so zwei neue Ebenen. Die werden wir jetzt befüllen, und zwar mit dem Fülltool. Ganz einfach. Oben gelb und unten blau. Das muss ein dunkles Blau sein und so ein Eiertongelb. Das kann man ganz leicht hier sich raussuchen, wie man das gerade gerne möchte. Das ist jetzt auch kein Gelb, was unbedingt die und die Farbe haben muss, sondern einfach ein etwas Eidottergelb. Jetzt sieht man natürlich nichts. Das werden wir jetzt beheben, indem wir die Helligkeit und die Füllkraft, also die Füllstärke ändern, Opacity und Fill. Und zwar stellen wir das auf 70 in beiden Fällen, also auf beiden Ebenen, 70%, 70 und 70. Man sieht es jetzt zwar schon etwas, aber das ist noch nicht das, was wir wollen. Wir stellen die gelbe Ebene in den Blend-Optionen, also dieser Reiter hier, auf Multiply bzw. Multiplizieren und die blaue Ebene auf weiches Licht/Softlight. So haben wir dann natürlich schon mal einen richtig schönen Älterungsprozess eingeführt. Das ist gelbstichig, die Farben haben sich ein bisschen verändert, das ist auch alles etwas verschwommen. Wir können jetzt die Ebenen auf eine reduzieren, da wir so einfacher haben zu gucken und nicht so viele Ebenen. Ich vergleiche das mal. Hier ist es etwas verschwommener, die Farben sind anders. So, die meisten älteren Bilder haben einen. Ja, sind auch etwas dunkler und haben dann halt auch immer so einen dunklen Rand. Das machen wir jetzt ganz einfach, indem wir den Tonwert ein bisschen ändern.
Dafür drücken wir STRGL und dann bekommen wir hier so ein Menü. Das sieht etwas kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Wir werden einfach hier, wo dieser Haken ist, wo die 255 steht, also bei dem Weiß, das nehmen wir jetzt ein bisschen runter, so auf 40 oder so. Und in der Mitte, da könnte man das entweder, wenn man das jetzt nach links schiebt, das heller machen, wollen wir aber nicht, wir wollen das ja dunkler machen, deswegen schieben wir das jetzt nach rechts. Machen wir mal so 90, das ist schon, finde ich, gut. Das ist natürlich immer nach Ihrem Bemessen, wie Sie das gut finden. Ja. Und duplizieren die Ebene. Also entweder STRGJ oder Rechtsklick Ebene duplizieren. Jetzt haben wir davon zwei Stück und gehen zum Radiergummi. Das ist das hier. Das sieht man auch ganz gut. Und mein Festplatte meldet sich. Es tut mir leid. Und wir stellen dann den Pinsel ein. Der Pinsel sollte groß sein und weich. Das sieht man hier, die mit dem, ja, die so nicht so hartkantig sind, so wie der hier, die sind dann weich. Dann nehmen wir 300 oder vielleicht ein bisschen größer für das Bild und setzen, wenn die Härte normalerweise bei Ihnen auf 100 stehen würde, die Härte auf 0. Und dann lassen wir die Ränder da, aber der Rest wird wegradiert. Und dann stellen wir das Ganze auf Multiplizieren. Und so haben wir dann hier so einen schönen Rand. So einen gelbstichigen, dunklen Rand. Da kann man dann auch noch die Stärke einstellen, wie stark man das haben möchte. Ich werde das jetzt so machen. So finde ich das cool. Und wenn man das sieht, da ist der Rand, da ist er nicht. Die Ebene können wir dann natürlich auch mit der unteren zusammenfügen. Und so ist unser Bild geältert. Mal im Vergleich, das ist das Bild, was geältert wurde und das ist das Ausgangsbild. Ich finde, das ist ein schöner Effekt, der ist auch leicht, den kann man ganz schnell machen und das ist bestimmt eine lustige Idee, wenn jemand mal den Silberhochzeitstag hat oder Goldhochzeit oder wie auch immer, das Hochzeitsfoto nehmen und es einfach dann ein bisschen älter machen lassen. Ich hoffe, Ihnen hat das Tutorial gefallen und werden sich an Ihren geälterten Bildern freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.